Hi Leute, ich habe ja vor kurzem erst in einem Technik-Deals-Video In-Ear-Kopfhörer vorgestellt und ja, heute ist es wieder Zeit für ein Technik-Deals-Video und da habe ich mir gedacht, jetzt stelle ich mal On-Ear-Kopfhörer vor, aber Bluetooth-Ausführung, also kabellose, da sind aber auch welche dabei, die man mit einem Kabel, also 3,5 mm Klinkenstecker mit dem Wiedergabegerät bzw. Abspielgerät verbinden kann. Also man ist da nicht nur auf Bluetooth beschränkt, sondern kann die Kopfhörer, also einige Kopfhörer hier auch mit Kabel nutzen. So, beginnen wir gleich mit dem ersten. Das ist das Bluetooth-Kopfhörer von Sony MDR-ZX330BT. Das Ganze kann man ganz einfach mit Pairing mit Bluetooth verbinden, aber auch es hat eine NFC-Schnittstelle, also einfach zum Beispiel mit dem Smartphone durch Berührung verbinden und das geht eigentlich viel schneller und bequemer. Ja, das Ganze hat ein leichtes Design, vermindert den Druck beim längeren Tragen. Kabellos Musik hören über Bluetooth, mit NFC-Bluetooth-Geräte einfach miteinander koppeln. Und ja, im Lieferumfang sind die Kopfhörer in Schwarz und ein 1,2 Meter Kabel mit vergoldeten L-förmigen Stereo-Mini-Stecker, also so ein USB-Stecker dabei zum Aufladen. Und ja, das Ganze kostet normalerweise 99,99 €, also knapp 100 €. Jetzt ist es um 30,09 € verbilligt, das ist ein Ersparnis von 30% und kostet jetzt nur 69,90 €. Hier hat man nicht die Möglichkeit, dass man diese Kopfhörer mit Klinkenstecker mit einem Abspielgerät verbindet. Also hier hat man ein reines reine Bluetooth-Kopfhörer. So, das zweite ist der zweite Bluetooth-Kopfhörer aus von Allegiant und hat Bluetooth 4.1 Stereo-Kopfhörer. Und diese Kopfhörer kann man auch per Kabel, also mit einem 3,5 mm Klinkenstecker, mit einem Smartphone oder anderen Geräten verbinden. Und ja, da ist der Vorteil, dass man da dann nicht den Akku verbraucht. Und ja, hat somit zwei Möglichkeiten, also ein On-Ear-Kopfhörer Bluetooth und ein On-Ear-Kopfhörer mit Kabel. Also wenn man zum Beispiel jetzt zu Hause ist, kann man bequem das Ganze mit Kabel nutzen und unterwegs einfach die Bluetooth-Verbindung kabellos nutzen. Wie gesagt, das sind die Bluetooth-Kopfhörer von Allegiant und ja, kostet nur 25,99 €, also wirklich richtig günstige Kopfhörer. Man hat hier auch Rufannahme, ein Mikrofon eingebaut, also man kann es auch als Freisprecheinrichtung für das Smartphone nutzen und ist eigentlich mit allen Bluetooth-Geräten kompatibel. So, der dritte Bluetooth-Kopfhörer ist von Linkwitz und da hat man ein Bluetooth-Kopfhörer, das High Definition Sound bietet. Hier hat man schon Bluetooth 4.1, also die neue 4.1 Version von Bluetooth, hat eine schnellere Übertragungsgeschwindigkeit, geringere Latenz und eine bessere Audioausgabe, also eine deutlich bessere Bluetooth-Verbindung als noch bei 4.1. Ja, diese Kopfhörer kann man ebenfalls auch mit einem 3,5 mm Klinkenstecker verbinden, hat Mikrofon-Rauschunterdrückung dabei und ist kompatibel mit allen gängigen Bluetooth-Geräten von iPhone über Android, PC und ja, andere Bluetooth
Bluetooth-Geräte. Es ist hier der Bestseller Nummer 1 bei Amazon und kostet nur 21,99 Euro. Man bekommt hier wirklich für diesen geringen Preis einen sehr guten Bluetooth-Kopfhörer. Das Ganze ist auch zusammenfaltbar, wie man das hier sehen kann, also ganz einfach zum Transportieren. Und ja, das Design ganz schlicht, einfach, aber trotzdem ja, hochwertig. So, der vierte Bluetooth-Kopfhörer ist von Nuvo, das Nuvo S1, kommt auch schon mit Bluetooth 4.1, ist ein On-Ear-Kopfhörer. Es hat einen satten, vollen Bass, HiFi, faltbares, multifunktionelles Hands-Free mit Mikrofon für Smartphone, Tablet, PC, Smart TV und alle gängigen Geräte. Ja, beim Zubehör, ich weiß jetzt gar nicht, ob da Kabel dabei sind, also es ist auch faltbar und ich glaube, die sind ebenfalls mit einem 3,5 mm Klinkenstecker verbindbar. Schauen wir mal hier auf dem Bild, das ist es nicht. Schauen wir mal. Ja, hier steht bei den Fragen, kann man die Kopfhörer auch mit einem 3,5 mm Klinkenkabel anschließen? Die Antwort ist ja. Also auch diese Kopfhörer kann man per Bluetooth nutzen, also kabellos, oder eben mit einem 3,5 mm Klinkenkabel, also mit einem Klinkenstecker verbinden mit einer Kabelverbindung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, weiß, braun und schwarz. Die schwarzen sehen so aus, also mir gefallen die weiß-braun-silbernen besser und kostet nur 34,99 €. Also wirklich tolle Stereo-Kopfhörer mit HD-Sound-Qualität. Und wie gesagt, Bluetooth 4.1 On-Ear-Kopfhörer, aber auch verbindbar mit 3,5 mm Klinkenkabel, Akku 350 mAh, Polymer-Akku und ja, da hat man einige Stunden Wiedergabezeit, also 16 Stunden Musikspielzeit insgesamt. Wie gesagt, 34,99 €. So, das fünfte und letzte Bluetooth-Kopfhörer ist von Bose. Es ist nicht ganz günstig, denn ein Kopfhörer, der also über 300 Euro kostet, ist meiner Meinung nach nicht günstig. Aber ich habe es hier in die Liste mit aufgenommen, weil es jetzt verbilligt ist. Und es ist auch der Bestseller Nummer 1 bei Amazon. Also es kaufen viele Leute diesen Kopfhörer. Ja, es bleibt eigentlich jedem selber überlassen, wie er sich entscheidet, ob es demjenigen wert ist, Kopfhörer für über 300 Euro zu kaufen. Falls ja, dann kann man jetzt knapp 65 Euro an Kosten sparen, denn jetzt sind die Bose Bluetooth-Kopfhörer verbilligt, der Normalpreis 379,95 € und jetzt ein Ersparnis von 64,96 €, das sind 17%, somit kosten die Kopfhörer jetzt 314,99 €. Es handelt sich hier um das Bose Quiet Comfort 35 und ja, es hat einen spitzen Klang bei jeder Lautstärke, kabelloser Komfort und Sprachansagen, Bluetooth und NFC-Kopplung, 20 Stunden Batteriedauer pro Aufladung und ja, bis zu 40 Stunden bei Anschluss.
Dann lernabweisendes Zwei-Wege-Mikrofonsystem für klare Anrufe, selbst bei windigem Wetter, also auch als Freisprecheinrichtung gleich nutzbar. Hier bekommt man auch zwei verschiedene Kabel dazu. Einmal 3,5 mm Klinkenkabel und einmal USB auf Mini-USB-Kabel zum Aufladen. Und ja, man bekommt auch so ein Case, also zum Schutz bzw. Transport der Kopfhörer. Aber das kann man sich ja für über 300 Euro auch wirklich erwarten. So, das waren auch schon die 5 Bluetooth-Kopfhörer, die ich in diesem Technik-Deals-Video vorgestellt habe. Ich hoffe, da ist das Passende für euch dabei. Und ja, ich würde mich über Abos, Likes und Kommentare dazu freuen und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Mal.